Hallo zusammen zu einer neuen Folge Wasteland 3 hier auf YouTube. Hallo an alle, die auf YouTube zuschauen und hallo nochmals an alle, die immer noch im Chat live dabei sind. Das ist wieder quasi ein Live-Let's-Play, das ich hier auf Twitch quasi live aufnehme mit Zuschauern. Also werde ich manchmal mit den Zuschauern interagieren im Chat, nur dass ihr euch da auf YouTube nicht wundert. Okay, wir haben ein Wasteland 3 Update bekommen. Neue Version, neues Glück. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch, weil das Update ist noch nicht ganz beendet, man kann das Spiel nur schon starten, dass wir trotzdem unser Savegame laden können. Könnte nämlich sein, dass wir an der Stelle sind, an die... Ganz genau. Ah, das habe ich befürchtet. Aber der Download dauert nicht mehr lang. 1-2 Minuten. Die warten wir jetzt auch noch schnell. Aber muss ich jetzt das Spiel beenden? Ich glaube nicht. Und was gibt sonst so Neues bei euch? Chat. Batwolf, danke für die Bits. Hurra! Läuft das Glas aber gleich wieder über. Jetzt fängt die Physik vom Glas schon wieder zu spinnen an. Wenn es zu voll wird, dann fliegen die Dinger immer durch die Gegend wie sonst noch was. Sehr schön. Noch 5%. Ich habe jetzt auf Disney Plus angefangen, Bob's Burger zu gucken. Heißt die Serie so? Ich glaube schon. Bob's Burger? Burger Bob? Nee, ich glaube Bob's Burger. Ich habe irgendwann vor langer Zeit mal die erste Folge halb geguckt und habe mir gedacht, ne, ist nicht meins. Und jetzt aus Langeweile habe ich mir gedacht, na, wenn es jetzt schon 100 Staffeln davon auf Disney Plus gibt, schaue ich mal wieder rein. Und diesmal hat es mir irgendwie echt gut gefallen. Bob's Burger heißt sie, genau. Bin jetzt auch schon in der zweiten Staffel, habe das jetzt immer beim Kochen und in jeder freien Minute läuft das so nebenbei. Und finde es echt super nett und sympathisch. Die ersten 2 Staffeln bis jetzt zumindest. Ein E-Bike hast du dir geholt. Das ist cool. Hätte ich auch gerne. Da muss ich auch mal überlegen, ob ich mir nochmal ein E-Bike zulege. Das finde ich schon ziemlich cool. McFly, danke für die Bits. Guckt, wie die Physik durchdreht, wo die Dreiecke überall hinfliegen. Überall nur nicht ins Glas. Auf YouTube seht ihr das jetzt gar nicht. Ah, ja, man kann nicht alles haben. Ihr könnt auf YouTube, wenn ihr Zeit spult, einfach mal der Zeitleiste 3 Minuten vor. Dann geht das Spiel wahrscheinlich wirklich los. Ein E-Bike, das ist schon gut. Wir wohnen ja hier auch in Bayern, wo geografiegemäß sehr viel Berge einfach auch sind. Sehr viel bergauf und bergab. Da wäre ein E-Bike schon gut. Zumindest um bergauf fahren zu können besser. Über die Firma. Yo, Brad. Was ist das? Ja, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, aber es war halt immer, na, wenn dann mal ein bisschen Geld übrig war, dann war halt doch, waren halt andere Sachen einfach dringender. Deswegen hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Aber grundsätzlich finde ich das auch sympathisch. Steht jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste ganz oben, aber irgendwann will ich mal ein E-Bike. Wenn man bis dahin immer noch nicht teleportieren kann, einfach beamen, dann will ich ein E-Bike irgendwann mal. Mal schauen, was vorher kommt. Ach, Jobrad. Ah, ich verstehe. Jobrad ist eine Leasingfirma. Ah, okay. Yo, Brad wäre aber auch gut. Ich meine, vielleicht ist Yo, Brad könnte sowas wie mein Müsli sein, wo man sich sein eigenes Brot zusammenstellt. Mein Gott, das ist so eine gute Idee. Ich glaube, ich werde jetzt reich über Nacht. Morgen starte ich meine Kickstarter-Kampagne für Yo Bread. Your Bread. Und Your Bread ist besser. Your Bread. Und da kann man sich aus einer Liste von 80 Milliarden super exotischen Zutaten die Zutaten für sein eigenes Brot zusammenstellen. Und dann wird es gebacken und einem zugeschickt. Oder
wird einem nur der fertige Teig zugeschickt, schon in Form, damit man das daheim aufbacken kann und dann hat man frisches Wunschbrot. Das ist so genial. Geht das? Hefeteig verschicken per Post. Schwierig, ne? Ich sehe die Pakete schon aufplatzen und die Poststationen überquellen vor lauter Teig, der aufgeht zu früh. Na, ich muss das Konzept nochmal überdenken, aber ich glaube, das könnte eine Idee sein. Ich find's gut. Mach's gut, Cypress Hill. Tschö. Vorgebacken und tiefgefroren. Ja, vorgebacken würde funktionieren, aber dann ist es nicht warm und frisch. Das wäre halt natürlich cool, wenn man das verbinden könnte. So am selben Tag Lieferung könnte man vielleicht in den großen Städten anbieten. Aber, Okay, startbereit. Your Brad. Ich glaube, das ist super. Ich weiß nicht, ob das international funktionieren würde, aber zumindest in Deutschland, glaube ich, würde Your Bread funktionieren. Wisst ihr was? Das ist voll gut. Ich gründe jetzt einfach die Firma mal und mache Werbung dafür und investiere voll viel in Werbekampagnen. Und dann verkaufe ich die Firma an irgendein anderes Unternehmen in der Branche und habe noch nie ein einziges Brot verkauft. Ich muss das nur schnell genug bekannt machen und pimpen die Idee. Und schon bin ich reich. Sollte vielleicht nicht so viel in der Öffentlichkeit drüber reden. Und das wird dann mit E-Bikes ausgefahren, ganz genau. Und so kriege ich dann auch mein E-Bike. They were here. Their spirits filled the place. Now, they do not. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Unser Team von absolut abgedrehten Ödland-Assassinen, gemeinsam mit Major Tomcat, der Katze, und dem Cyborg-Huhn. Das heißt, glaube ich, einfach nur Cyborg-Huhn. Sind jetzt hier gerade quasi so im reichen Viertel der Stadt. Ja, der Stadt. Ich weiß nicht, ob die einen Namen hat und wie die heißt. Und wir sind gerade in dem Haus von Lucy, der neuen Begleiterin, die wir bekommen haben, wo ihre Eltern befürchte ich verstorben sind. Ne? Befürchte schon, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon ein bisschen lange her. Muschelpsiana! Danke fürs Abonnieren. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Und cooler Name, finde ich. Alles, was mit Pokémon zu tun hat, ist gut. Die rote Ziege. Aber waren wir hier nicht schon? Haben wir hier nicht beim letzten Mal noch alles geplündert, weil 100-mal mein ganzes Team explodiert ist? Oder verwechsel ich das? Punkt. Da verwechsel ich das. Muss mal schnell gucken. Automatischer Speicher. 13.04. Ist es wirklich schon wieder so lange her? Nein. Meine Güte. Schlimm. Ich komme gerade von deinem Fallout 4 Locker-Video. Ah, das Neue von heute. Und? Wie fandest du's? Ja, wird schon stimmen. 13.04. Mein Gott, haben wir jetzt 5 Monate nicht mehr gespielt. Die Zeit vergeht, ey. Ohne Witz. Zeit verfliegt wie sonst noch was. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Wirklich nicht. Jetzt mal vorsichtig hier rein. Aber wir waren hier schon, ne? Ja, wir haben hier schon alles gemacht. Ich erinnere mich schon korrekt. Na dann, gehen wir. Ich glaube, ich schaue mal kurz in unser To-Do-Buch. Wenn ich rausfinde, wie. Hey, irgendwer hat einen Attributspunkt. Idolem! Idolem, der kleine, verrückte, Hackfleisch-zerhackende Zerhackstückler.
Dem kann wahrscheinlich Stärke nicht schaden, oder? Muss man noch mal unser Team durchgehen. Schloss knacken und Nahkämpfen. Dole. Das ist vielleicht ganz gut. Machen wir so einen kleinen Roll-Call. Wer gleich noch mein Team ist und auf was die spezialisiert sind, vor allem, damit ich da nicht durcheinander komme. Die Fahrer müssen ein Lansquid-Birdrider-Kostüm tragen. Ja, die Räder sehen dann alle aus wie ein Huhn, die E-Bikes. Und die Fahrer haben alle Tentakelkostüme. Ich weiß nicht, was das mit Brot zu tun hat, aber egal. Es ist super. Cool, so wie alle deine Lore-Videos. Das freut mich, Kuschelpsiana. Dankeschön. So, jetzt passt auf. Idolem. Level 8 Schlosser. Kann sehr gut Schloss knacken. Hat sehr viel Glück. Und ist stark im Nahkampf. Hat eine Eispickel oder Eisaxt als Waffe und ist winzig. Finde ich gut. Dann haben wir Basti mit Scharfschützengewehr und Sadomaso-Dildo-Mütze. Weil warum nicht? Ah, und dann haben wir hier natürlich Abraxe, die rote Ziege, der Rache geschworen hat und alle Ziegen vernichten wird, die sich ihnen in den Weg stellen. Das ist echt so witzig. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, als ich ihm das angezogen habe, dass das so perfekt passt mit seiner roten Ziege Rache Backstory, der auf schwere Waffen spezialisiert ist. Es ist super. Vorhin Crusader, Dankeschön fürs Abonnieren. Hallo. 17 Monate. Meine Güte. So, wen haben wir noch? Fallen Crusader! Wie passend! Das ist ein witziger Zufall. Ich glaube, ist auf Gadget-Waffen und sowas spezialisiert, oder? Genau, verrückter Wissenschaftler und Sprengstoff. Okay, ich verschaffe mir gerade wieder so ein bisschen Überblick über die Figuren, weil wir jetzt ganze 5 Monate nicht mehr weitergespielt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so lang ist. Genau, und da ist Marshall No und Lucy, die beiden, die uns quasi vom Spiel als erste beide NPC-Begleiter zugeordnet wiesen werden, meine ich. Golden Crusader, danke für die Bits! Hurra! Da füllt sich das Glas wieder. So, jetzt gucken wir mal. Idolem kann hochgelevelt werden. Dann kriegt Idolem jetzt mal ein bisschen mehr Stärke, weil für den Nahkampf kann man das bestimmt immer brauchen. Nahkampfschaden. Ja, genau. Her damit. Geschwindigkeit ist natürlich auch nicht unwichtig für den Nahkämpfer. Und? Ja, Schlösser knacken. Ich hätte schon gern. Machen wir die bestmögliche. Ah, warte. Toaster-Reparatur. Toaster. Unbedingt Toaster-Reparatur. Toaster-Reparatur ist wahrscheinlich der wichtigste Skill überhaupt. Und dann machen wir noch ein bisschen Nahkampf. Was ist ein Handgemenge? Ah, Nahkampf ist mit Waffen, Handgemenge ohne. Ja, ich verstehe schon wieder. So, und jetzt dürfen wir uns noch einen Vorteil aussuchen. Gucken wir mal, was würde uns denn Toaster-Reparatur bringen? Die Reparatur eines Toasters ist das Zusammensetzen eines Gegenstands der Vorkriegswelt. Durch die Toaster haben wir jetzt Bonusbeute. Durch die Reparatur von kaputten Toastern erhält man jetzt Toast. Ein leckeres Essen, um 100% Konstitution wiederherzustellen und 90 Züge lang ein plus ein, 90 Züge plus ein AP. Das ist schon gut. Wenn ich das lerne, dann kriegen wir Toast, wenn wir Toaster reparieren. Das wäre schon ziemlich gut. Das wäre schon ziemlich gut. Hier hätten wir einen Betäubungsschlag. Das ist auch nicht schlecht wahrscheinlich. Viel betäubt, aber über 15%, minus 15% Trefferchance verfügt. Eingefrorene Gegner leiden mehr. Oder? Schlagdistanz. Kampfgeschwindigkeit, wenn du zwei Nahkampfwaffen ausrüstest. Das geht, aber nicht gleichzeitig, oder? Die meinen wahrscheinlich als Primär- und als Sekundärwaffe. Aber trotzdem können wir theoretisch machen. Warum nicht? Ah, das Menü hier. Das Menü hier war noch nie so richtig übersichtlich.
Seltsam. Wir haben hier irgendwie zwei. Ach, weil die hat einen Mod installiert. Deswegen. Aber ist die. Warum hat Idolem eigentlich nicht die Straßenkriegerwaffe? Die ist von den Werten her auf dem Papier zumindest viel besser als die Eisenaxt. Mehr kritischen Schaden. Kritische Chance ist gleich wenig. Ja, okay. Mich trotzdem noch für einen Vorteil entscheiden. Mehr Kampfgeschwindigkeit, wenn man zwei Nahkampfwaffen ausgerüstet hat. Das ist eigentlich schon ziemlich gut, aber ich hätte gern Toast. Nein, komm. Wir nehmen. Das ist vernünftiger. Ja. Gut. Und wir haben noch ein paar Level-Ups. Und zwar einmal für Fallen Crusader. Der kriegt noch mehr Koordination. Oder? Ja. Die brauchen alle eigentlich. Und? Ach so, der hat gar keinen Fähigkeitspunkt. Na gut. Dann hat die Lucia. Lucia. Die Lucia können wir noch hochleveln. Kriegt auch mehr Koordination. Und Handfeuerwaffen. Todala. Okay. Und jetzt gehe ich aber mal nochmal kurz mit Idolem. Alle stehen bleiben. Nee, warte. Die Taste. Alle draußen bleiben. Rein, weil jetzt können wir besser Toaster reparieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, war da drin ein Toaster, den wir nicht repariert haben, oder? Doch, haben wir. Ja, dann vergesst, was ich gesagt habe. So, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich wollte eigentlich in unser Aufgabenbuch, in unseren Missionslog schauen, rauszufinden, was wir jetzt eigentlich tun. Wir haben hier noch eine sehr leichte Mission, volle Hütte. Rekrutiere Personal für das Ranger-Hauptquartier. Ja, gut, okay. Machen wir sowieso nebenbei. Und das dürfte mit Level 5 so ungefähr auf unserem jetzigen Niveau sein. Ich glaube, alle unsere Figuren sind Level 5. Unerwünschte Gäste. Gideon Race, der Anführer einer der 100 Familien, hat seine Hilfe als Berater angeboten. Im Gegenzug braucht er unsere Hilfe bei einem Problem, das die Zukunft von Colorado Springs bestimmen wird. Kann ich die markieren? Nee. Zum Bizarre-Reisen. Und die menschlichen Schmuggler zur Rede stellen. Die menschlichen Schmuggler? Meinen die nicht die Menschenschmuggler? Menschlichen. Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich das Gebiet im Grunde verlassen. Ne? Und reisen. Wirklich über die Weltkarte reisen. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Wir waren bis jetzt eigentlich immer in der Stadt. Aber ich sehe gerade, dass wir uns hier auch noch gar nicht so gut umgesehen haben. Wir könnten vielleicht auch einfach mal hier, wenn wir jetzt schon hier sind, schauen wir uns jetzt fertig um. Bevor wir auf große Abenteuerreise gehen. Als ihr euch nähert, zuckt der Diener und streckt sich auf eine volle Höhe aus. Die sehen alle aus wie Johnny Nummer 5, oder? Und Nummer 5 lebt. Die Sprache, den Spracheffekt von diesen Robotern finde ich schon super. Ich verstehe nur die Hälfte. Gut, dass es Untertitel gibt. Aber ich finde die super. Es klingt einfach wirklich, wie man sich, glaube ich, so in den 80er Jahren Sprachausgabe von Computern, von Robotern später mal vorgestellt hat. Sehr schön. Vielleicht gibt es auch tierische Schmuggler oder robotische Schmuggler. Ja, vielleicht. Das könnte sein.
What is your business at the world listed? Was ist unser Business? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, hätten wir ein bisschen mehr Nerdkram. Ich habe noch überlegt, ob wir Nerdkram hochleveln sollen. Habe ich das wirklich überlegt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe gesehen, dass irgendjemand auf Nerdkram spezialisiert ist und habe mir gedacht, gut. Wir haben Informationen über Bellamy Ward. Wird schon stimmen, oder? T-Bone, danke schön für die Bits. Das Glas wurde nur ein bisschen gesprengt. Ich wollte gerade sagen, es wird voll Explosion, aber stimmt gar nicht. Na gut, ich behaupte einfach mal, wir haben Informationen über Bellamy Ward. Na gut, wir wollen uns eigentlich auch nur kurz umsehen. Your presence has not been requested. You may not pass. Dann brauchen wir wohl Nerdkram 5. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Dann lassen wir ihn einfach mal in Ruhe. Ich will jetzt auch nicht. Ich meine, ne, was will er denn machen, wenn ich reingehe? Aber ich will es jetzt auch nicht hier. Ich will jetzt hier keinen Krieg anfangen. Tourists. Oh, Melissa. We're just talking. Too much. Strangers. No need to get any closer. Ah, verdächtig, aber ich kann nicht wirklich mit denen interagieren. Naja, okay. Warum ist denn der grün? I am very well with the private property. Please do not touch. With this beastly weather, ah, ja, I can smell them from here. Hmm? Yes? Oh, hello. You must be the Rangers. I'm Diligent Joe, the Patriarch's personal secretary. I make sure only people who have official business with him get past his door. You, due to the importance of your mission, have Mr. Buchanan's leave to enter as necessary. Of course, that privilege could be revoked at any time, but for now, please go on in. Hello, Joe. Ah, Miss Wesson, you have my deepest sympathies on the deaths of your family. Thank you, Joe. Hey, Fallen Crusader, danke fürs Abo verschenken. Insgesamt 40 Abos auf dem Kanal verschenkt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielen Dank. Wir haben wieder einen Hype-Train am Laufen. Jetzt mit Abos, Geschenken oder Bits einen Hype-Train starten. Ein Hype-Train nähert sich. Was ist ein Hype-Train? Das frage ich mich schon lange, was das genau bedeutet. Wenn mehrere Leute abonnieren, Bits verwenden oder Abos an die Community verschenken. Wenn ein Hype-Train einmal losgefahren ist, kann die Community den Hype-O-Meter mit weiteren Abos und Bits füllen. Jeder, der was beiträgt, erhält basierend auf der höchsten abgeschlossenen Stufe. Ah ja, okay. Einen einzigartigen Emote. Und diesmal haben wir im Angebot sehr viele verschiedene Hunde-Emotes. Hype Shame, Hype Yum, Hype Doe, Hype Hä und Hype Hide. Finde ich ziemlich cool. Voll Crusader, Dankeschön fürs Bit in das Glas pumpen und fürs Hype Train füttern. So ein Dogo-Emoji hätte ich schon gern. Muss ich sagen. So, also. Normale Leute dürfen dem Patriarchen T-Bone. Dankeschön. 1000-Bit-Bombe. Nice. Und McFly, dankeschön. Bing. Für alle, die das auf YouTube sehen, ich mache Geräusche für das Spendenglas. Da muss man dabei gewesen sein. Sonst versteht man das nicht. Aber der Hype Train wird mir diesmal gar nicht mehr so angezeigt. Früher sah das anders aus, deswegen verstehe ich den jetzt gerade gar nicht. Ist der schon da? Seht ihr was? Oder kommt der noch?
Der Hype Train nähert sich. Schauen wir mal, da läuft ein Countdown. 2 Minuten. 2 Minuten 20. Und dann kommt der Hype Train, oder wie? Verstehe es leider selber nicht so ganz. Das ist nämlich neu, dass mir das hier so angezeigt wird. Jetzt führen wir mal den Dialog weiter und dann schauen wir mal, was passiert. Also normale Leute dürfen den Patriarchen nicht treffen. It used to be that we held town hall meetings where citizens could bring their grievances before him, but that practice has changed in the last year or so due to security concerns. Auf Wiedersehen. Good day. Dann gehen wir doch mal rein, oder? Gehen wir doch mal im Palast des Patriarchen. Weil ich nicht wüsste, warum. Oh, hat der einen Thron aus lauter Raketen und Bomben und so. Das ist witzig. This palace used to be a fancy hotel back before the deluge. Wonder if they had You're the turret clear guns back for then. Public areas only. Good to see you, Rangers. Elite-Soldaten, überall Geschütztürme. Ich glaube, hier drin sollte man echt keinen Ärger machen. How are you settling in? Alles läuft super. Danke nochmal wegen all deiner Hilfe. Oder? Nee. Irgendwas anderes. Ich sag, die Basis, die du uns gegeben hast, ist deine Todesfalle. War sie nämlich wirklich. Don't look a gift horse in the mouth. Now what do you want? Er redet ganz schön leise, oder? Ich habe einige Fragen. Ask them. Tschüss. Hast du darüber nachgedacht, was mit Colorado geschieht, wenn du fort bist? Why? Are you getting ideas? Hast du je daran gedacht, Wahlen zuzulassen? Of course, and I will, when the time is right. Jetzt ist diese Hype-Train-Einblendung irgendwie verschwunden. Ich verstehe das nicht, was das jetzt mit dem Hype-Train gerade war. Der kam jetzt nicht. Kommt der noch? Ich meine, 2 Minuten sind die schon vorbei. Ich habe jetzt leider nicht mehr auf den Timer geachtet. Ach, Twitch, warum verwirrst du mich immer so mit deinen Anzeigen? Wir haben keine Dogo-Emojis bekommen. Ich werde mich beschweren. Ich muss mal kurz gucken, weil ich habe gerade nur hier Streamlabs offen. Jetzt mal schnell auf meine eigene Twitch-Seite. Dann ob man da irgendwas hype-trampt. Hier ist irgendwie auch nichts vom Hype Train zu sehen. Vielleicht kommt er ja noch. Bei all den Bits und Abos kann man doch wohl jetzt einen Hype Train erwarten, dass er wirklich kommt. Ich hätte wirklich... Ach, schade, dass ich nicht auf den Countdown geachtet habe. Naja, okay. Also, jetzt habe ich seine Antwort nicht mitbekommen. Was sagt er denn zu freien Wahlen? Findet er die gut? Findet er die blöd? Holen wir etwas zurück. Fine. Ich habe eine Frage. Mist, ich kann die nicht nochmal fragen. Na gut. Was ist zwischen dir und den Dorseys eigentlich geschehen? Used to be my strongest supporters. Until we had an argument about how quickly democracy should be instituted in Colorado. When they lost that argument, they tried to usurp me. And, well... Until they attacked the city, I thought I'd wiped out the whole family. Apparently, Neelius led some of them into the wilderness. I should have been more thorough.
I assume it was Liberty who put them up to the raid. They were never this clever before. Ich habe das Gefühl, die Dialoge haben wir schon mal in ferner Vergangenheit. Ich hatte außerdem mal ein Programm eigentlich aktiviert. Ich habe das auch nicht wieder deaktiviert oder so, dass die Emotes, die im Chat gepostet werden, über den Bildschirm fliegen auf Twitch. Das funktioniert irgendwie auch nicht mehr, oder? Dieses Plugin da, oder was? Ach ja, da muss ich mich mal wieder drum kümmern. T-Bone, dankeschön für die Bits. Yippee! Es gäbe so viele coole Features auf Twitch, die ich gerne mal testen und einbauen würde, aber ich komme immer nicht dazu. Und wenn ich es dann versuche, funktioniert es wieder nicht. Dann müsste man sich ernsthaft damit beschäftigen und dann habe ich wieder keinen Bock mehr. Ewiger Zyklus. Aber irgendwann werde ich das nochmal alles reparieren und schön machen. Also, weißt du was, Patriarch? Ich will jetzt weg hier. Get going, Rangers. Ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will jetzt hinaus ins Ödland. Ich will in die Wildnis, die Abenteuer erleben. Ich will mit unserem Fahrzeug durch die Pampa fahren und coole Orte besuchen. Wir sind jetzt lange genug hier gewesen. Der Stream abgebrochen, aber die Aufnahme auf YouTube läuft noch, oder? Verbindung abgebrochen. Ich habe kein Internet mehr. Nein, ist jetzt wirklich das Internet kaputt? Ach nö, Leute, ohne Witz, jetzt blinkt der Router rot und wir haben schon wieder kein Internet mehr. Internet weg. Naja, dann beende ich jetzt auch hier die Aufnahme. Leider ist dann die Folge jetzt auf YouTube ziemlich kurz und es ist überhaupt nichts passiert. Ich weiß, aber ich werde es trotzdem hochladen, weil ein bisschen was ist ja doch passiert. Und beim nächsten Mal spielen wir dann wirklich Wasteland 3, aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich übers Handy auf Discord gehe und den Live-Chat informiere, dass bei mir das Internet weg ist. Müssen wir mal gucken, ob das heute noch wieder kommt. Also, auf YouTube sage ich jetzt schon mal Tschüss zu euch allen. Danke fürs Zusehen. Ich weiß, die Folge war komisch. Ich hoffe, die nächste wird länger, besser und inhaltsreicher. Danke fürs Dabeisein trotzdem und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.